Hey, und die Gordon, doch 551 ist ja nichts. Ach doch, ich hatte doch noch ein bisschen was, naja. Catch a ride! Nee, nicht auf dem linken Platz, schönsten Platz, danke. Dann fahren wir jetzt hier durch den Tunnel halt. Ja, das ist vielleicht besser. Schnurrt wie ein Kätzchen die Karre. Eine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön. Hier hoch da müssen kann wir. man viele Stalker auf und schießen sehen. Guten Morgen, die Herren. Kann es nicht sein, ne? Los, gehen wir mal anklopfen. Gehen wir mal anklopfen. Bis Hyperion kam. Dank Jacks Bergbauaktivitäten landet jetzt jeder dort unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Ach, da. Oh, 4 Iridium. Mensch. Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Okay. Die Mondbasis ist doch aber hinter dem Haar bestimmt. Ja, warte mal, hier oben ist erstmal. Hyperion macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer Einfachfahrkarte in den Grinder geahndet werden. Grinder ist wahrscheinlich das Teil hier unten. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und. Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Roboter. Und wo denn? Von unten. Oh, das ist jetzt so ein Ding doch. Nee, denk schon, da ist Muni außerdem. Den Grinder ausschalten. Hey, wo sind hier noch mehr große? Oh mein Gott. Der bombardiert uns ganz schön. Ja. Wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass das Teil nicht kaputt geht. Gib mir Mühe. Hat mich schon Schaden bekommen. Ja, ich sehe. Hier, schießt lieber auf mich als auf das Teil. Voraussichtliche Bearbeitungszeit 3 bis 6 Wochen. Super! Ist ja bombig. Ist das bitter? Ah, ja, wo du auf Medikamente unwichtiger Teil. Ja. Alter! Alter! Ganz schön viele! Bisschen, ja. Scheiße! Der ist durchgekommen. Aber Wilhelm ist ja zum Glück tot schon. Wer ist tot? Wilhelm, dieser riesige Roboter, den wir das letzte Mal erwischt haben. Ja, ich konnte ihn sehen. War der hier? Nee, hier war der nie. So. Boah. Ist aber gut. Oh oh. Mistige Scheiße! Kommt denn die hier hoch? Ja, der ist hier irgendwo lang gelaufen, aber weiß ich dann nachladen. Es wird gleich eng werden. Ah, der heilt sich wieder gut. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Oh mein Gott, da oben ist irgendwas Großes runtergekommen. Okay, der Teich hier hat einen Timeout. Aber ich will das Ganze jetzt nicht unterbrechen, deshalb zeige ich einfach weiter, der kommt schon zurück. Ich krieg das schon hin ohne ihn.
Na komm. Meine Fresse. Es wird langsam haarig. Könnte ruhig langsam wiederkommen. Da ist er ja wieder. Oh mein Gott. Nehmen die bei uns Frauen. Ja, ich hab's geschafft, glaube ich. Ich hoffe nicht. So ein Dreck wieder. Bist du jetzt gleich wieder hier gelandet? Ja, ich muss erstmal auf Spinnen grüßen. Ja. Ja, scheint so. Gut. Ja, bin ich. Ich bin ein bisschen enraged und hab ja alles niedergemacht. So wie immer. Ja. Wie immer so ausrasten muss. Ich hab mich nicht vorhin schon gewundert, warum sich mein Schild nicht regeneriert, ob ich nur irgendeinen Bullshit gekauft hab. Dann hat mir niemand mehr geantwortet. Und dann dachte ich mir, okay. Oh, guck mal hier die blutigen Räder, was ist das denn bitte? Ja, das ist der Grinder, würde ich sagen. Eieiei. So. Was ist denn hier jetzt? Was warten wir? Bis halt irgendwas passiert. Ach, hast du ein neues Schild, was dich regeneriert, Digga? Wieso? Na, weil dein Leben sich langsam wieder auffüllt. Ah, sieht so aus, ja. Ich hab jetzt ja letztens auch mal die 1 gespielt, da konnte sogar der Geschützturm konnte dann Muni und Leben wiedergeben. Ja. Richtig geiler Mist. Ich würde fast sagen, wir haben hier irgendwo einen Roboter vergessen. Der deshalb Porn geht's. Steckt bei mir in einer Wand, aber das kann nicht so sein, weil ich gesagt habe. Vor Reinigung des Getriebes den Grinder ausschalten. Ich habe der Mondbasis die Sauerstoffversorgung gekappt. Ich schätze, wir werden deine Schnellreisestation jetzt ziemlich bald schicken. Ist schon ein bisschen sadistisch, oder? Erst die Medikamente abbestellen, jetzt den Sauerstoff abstellen. Wow! Oh oh, sieht irgendwie fies aus. Hotloader. Und ein Badass-Loader. Nein! Danke. So. So, das Gefühl, der Teich hier ist schon wieder weg. Alter, was ist denn hier heute für ein... Oh, ich könnte ja so ausrasten. Ich gleich mal gucken, ob hier irgendjemand ist. Auch doch jemand, merke ich. Seitdem die bei uns hinten hier, das... Na klasse. Jetzt bin ich am letzten Roboter gestorben. Und der ist auch schon tot. Willkommen in Overlook. Wir freuen uns, Sie zu sehen. Naja. Katastrophenaufnahme. Bist du noch da? User in your channel, time. Nein, er ist nicht da. Na, das ist ja kacke jetzt. Ich will noch auf den Teiche hier warten, deshalb gehe ich gerade nicht weiter. So, schöner Scheiß, wa?
Hallo? Hallo? Boah, ey. Wirklich, oh, ey. Was ist denn los? Ich weiß nicht, was hier los ist. Internet kackt ständig ab. Ja. Exkludieren. Wer ist mit voran das Wow, wo ist denn dieses Penner-Flugzeug? Hast du wenigstens alles geschafft? Ja, ich glaub schon. Oh, wozu brauchst du mich eigentlich? Wozu spielt er eigentlich? Okay. Okay. Komisches okay, kleines Nervding. Wir müssen eigentlich nur hier unten diese Station verwenden. Oh, da liegt Iridium. Hier verwenden und dann nach Sanctuary. Ha! Und das sind scharfe Triebwerke. Vielleicht die ganzen guten EP nie gekriegt, wo die Leute gemetzelt hat. Ah, das stimmt allerdings. Endlich sind wir wieder da. Ja. Und ich stelle mal ganz kurz doch die Audio wieder ein bisschen leiser hier. Oh, gibt's hier viele Quests, Digga. Gibt's ja, gibt's hier viele Quests. Machst du mal die Truhe auf? Ah, weiß ich nicht. Wollen wir die erstmal warten, bis wir mal höhere Level haben? Weil das ist doch eh levelabhängig, der ganze Scheiß hier. Ja, schon, aber... Na gut. Wir können ja immer mal alle auf das Level vorbeigucken gehen. Okay. So, Muni. Da gucken wir jetzt erstmal hier bei der Mainquest vorbei. Dann haben wir ja jede Menge zu tun, so wie es aussieht. Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher, aber was ja, gut. Quatsch nicht rum. Nicht tot. Nee. Halt zu sagen, wow, du bist der Hammer. Freut mich, dass dir nichts fehlt. Jawohl, einen neuen Waffenslot. Was? Echt? Klar. Ja. Nicht gäbe, wir haben wir endlich alle vier Slots. Oh, was krieg ich? Kommt noch ein Charter-Triebwerk rein, würde ich sagen. Oder ein Raketenwerfen? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Oh. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch drei unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Oh. Feindabschreckungsfeld? Okay. Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Oh. Also ja, eine Todeswand. Einfach ausgedrückt, ja. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume.